Willkommen zurück beim Goldpriester. Das nachfolgende Video habe ich vor circa einem halben Jahr schon mal geuploadet. Und zwar, ich habe das jetzt aber nochmal komplett neu überarbeitet. Und zwar einmal habe ich die Audiospur neu gemacht und ich habe das in eine Datei komplett zusammengefügt. Wenn ihr euch jetzt so ein Video auch für Battlefield 2042 wünscht, dann schreibt einfach mal in den Kommentarbereich die Fragen dazu. Da würde ich dann dazu halt auch so ein Video erstellen. Okay Leute, jetzt viel Spaß mit dem Video und vergesst nicht ein Like da zu lassen, euer Goldpriester. Ja, warte, okay, also wie gesagt, wir können ja mal das Battlefield-Quiz machen jetzt, okay, ne, ich schick dir mal die Fragen. Okay, da kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Welches waren die letzten zwei Karten, die ins Spiel reingepatcht wurden in Battlefield 5, ne? El Margi-Lager oder Provence, Salomon oder Operation Underground, Marita oder Lofoten oder Navik oder Unflugplatz? Warte mal, ich geb dir nochmal die Antworten. Also welches waren die letzten zwei Maps, die mit dem letzten großen Patch reingekommen sind? Ja, Lager El Merdi und Provence. Provence, genau. Ja, Provence. Provence. Und B, Salomon, Operation Untergrund, Marita und Lofoten und Arvik oder Flugplatz, genau. Und du meinst A, ne? Ja, genau, du meinst A, ne? Ja, definitiv. Ja klar, das ist natürlich einfach gewesen. Ne? Ich meine, ich muss ja auch ein paar einfache Fragen reinnehmen, ne? Sonst wird es ja zu schwer. Aber ich merke schon, die erste war auch schon ganz schön schwer, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte erst gedacht, dass du die sofort so raushaust, ne? Okay, da kommen wir jetzt zur dritten Frage, ne? Wie gesagt, zwei Joker hast du noch dabei, ne? Denk dran, wenn es dann wird dann nochmal ein bisschen schwieriger. Also so ist es nicht, ne? Du Arsch. Nee, ist wirklich gar nicht mal so schlecht, so ein Battlefield-Quiz. Ist eigentlich ganz eine nice Idee, ne? Okay, welches ist laut Community das beste Battlefield aller Zeiten? A, Battlefield 5, B, Battlefield 4, C, Battlefield 3 oder D, Battlefield Hardline? Also ich habe echt ein Problem zwischen Battlefield 3 und Battlefield 4, muss ich sagen. Ja, es gibt, pass mal auf, jetzt kommt nochmal was. Ich hatte doch mal eine Umfrage auf meinem Kanal, ne? Mhm. Und da hatte ich ja, das ist ja nur ein kleiner Auszug. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht unbedingt so riesengroß, aber das sind schon wirklich eigentlich schon relativ viele, die jetzt Battlefield-Fans sind, die bei mir abonniert haben, ne? Und da kam ja komischerweise ein ganz komisches Ergebnis nämlich raus. Aber es geht jetzt wirklich darum, das Ergebnis, was weltweit bei den meisten Umfragen immer am besten abgestimmt, also was sozusagen das beste Battlefield aller Zeiten ist, sozusagen. Also ich kann da nach den meisten Umfragen, also nach den meisten. Ja, ne? Ja, also ich kann so persönlich sagen und von der eigenen Erfahrung, weil ich glaube, dass es auch meistverkauftes Battlefield war, wenn mich nicht alles täuscht. Und das müsste Battlefield 3 dann gewesen sein, also C. Oh Gott, warte mal kurz, jetzt müssen wir aber mal warten, du. Bist du dir jetzt sicher? Ich meine, das ist ja... überlegen nochmal, ob das jetzt wirklich deine endgültige Antwort sein soll. Also, Battlefield... Das geht jetzt wirklich darum, welches laut der Community das beste Battlefield aller Zeiten sein soll. Das geht vor allem auch darum, wie die Leute abgestimmt haben bei den Online-Umfragen bei mir und bei den Games-Zeitschriften wie GameStar oder auch bei den amerikanischen YouTubern. Da gab es auch mal so eine Umfrage. Und da wurde ja meistens immer gefragt, was ist das beste Battlefield aller Zeiten? Es geht nicht unbedingt darum, ob das jetzt sehr viel verkauft wurde, aber das wurde halt auch schon relativ viel verkauft, ne? Und also was halt auch in dieser Zeit... Ja, und pass auf, und was auch noch in dieser Zeit relativ viel gespielt wird. In dieser Zeit relativ gespielt wird. Ja, also was immer über einen längeren Zeitraum noch relativ viel gespielt wird. Ich hatte da nämlich mal geschaut, was noch so viel gespielt wird und das ist aber noch eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, was auch viel gespielt wird immer noch. Also und ich bin, das ist halt sehr, sehr gefährlich, diese Frage, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich mit Sicherheit dir sagen kann, dass... Das ist eine gefährliche Frage. Na klar ist das eine gefährliche Frage. Nein, weil es garantiert unterschiedliche Umfragen gibt mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, das stimmt auch. Ich bin der Meinung, bei der GameStar ist Battlefield 3 das bestbewertete Battlefield. Noch vor Battlefield 4. Und Battlefield Hardline können wir ja mal ganz außen vor lassen. Also das brauchen wir überhaupt nicht. Ja, Battlefield Hardline ist klar. Das habe ich natürlich mal so reingenommen. Battlefield 5 würde ich bei der... ist das ja, klar. Es ist aktuelle Battlefield. Ja. Wenn du jetzt die Leute fragst, Auf wann bezieht sich denn die Umfrage? Warum genau, das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Welches ist laut Community das beste Battlefield aller Zeiten? Und damit meint man schon so eine sehr großen Umfang, also 3.000 bis 5.000 Leute, ne? Und dann habe ich mehrere Fragen mal so ausgewertet und da kam eigentlich nur eine Antwort raus. Aber ich merke schon, dadurch, dass du dir unsicher bist, würde ich dir mal vielleicht empfehlen, einen Joker zu nehmen diesmal. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Battlefield 3, wenn du das in den größeren Zeitschriften guckst und so, das bestbewertete Battlefield von allen ist. Und Battlefield 5, klar, wenn du jetzt natürlich bei dir
Content machst für Battlefield 5 und bei dir eine Umfrage startest. Nee, nee, das bezieht sich nicht nur auf meine Umfrage. Ich habe da schon noch... Ja, würde ich jetzt mal sagen, dann könnte Battlefield 5 tatsächlich rauskommen, weil... Ja, das wäre ich meine Community noch jünger ist, meinst du noch? Dann muss ich dann muss ich jetzt halt mal einen Joker nehmen. Das hilft ja alles nichts. Nee, ich würde auch sagen, weil Joker ist doch ein bisschen besser, weil es wirklich ein bisschen schwierig, weil das ist wirklich so. Ich habe extra ich hatte bei den amerikanischen YouTubern geschaut, die hatten eine Umfrage von 4.000 bis 5.000 Leute, ne? Dann bei GameStar und dann gab es noch eine externe von der Webseite, ne? Und da war das auch gefragt worden. Okay, also du hast jetzt einen 50-50 Joker, es wurde jetzt genommen. Und der streicht jetzt C und A, so rum. Entschuldigung, C und A. Ja, dann ist es Battlefield 4, aber das, ich verstehe es echt nicht. Dann B. Ja, also du loggst B ein, ne? Ja, B ist... Hardline kann es nicht sein. Also. Nee, Hardline ist natürlich nie, da hast du natürlich nur so was Spaß reingemacht. Okay, B ist es. B ist natürlich richtig, ne? Also, 2019 oder 2018 gab es auf der GameStar eine Bewertung von, und da war auch Battlefield 4 mit drin. Und da lag Battlefield 3 garantiert vorne. Und Battlefield 3 ist auch definitiv mehr verkauft worden als Battlefield 4. Das stimmt schon, weil es weißt du, was das Problem ist? Es kommt immer auf die komplette Menge an. Also wenn du jetzt eine Umfrage hast, ne, und dann nehmen jetzt wirklich 10.000 Battlefield-Freunde deutschlandweit oder weltweit teil, da ist es natürlich dann aussagekräftiger, als wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir eine Umfrage starte auf meinem Kanal. Wenn meiner ja noch neu ist, wie du vorhin schon gesagt hast, da werden teilweise noch ein paar mehr Leute für Battlefield 5 stimmen, weil die Battlefield 3 und Battlefield 4 teilweise gar nicht kennen oder nicht gespielt haben. Ne? Aber das ging wirklich um die Umfrage nach, wo es Hardcore-Battlefield-Fans dran teilgenommen haben und wo mindestens 3.000 bis 5.000 Leute so abgestimmt haben. Ja, also bei uns im Clan kann ich jetzt sagen, eigentlich alle würden Battlefield 3 sagen. Komm, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das Problem ist halt, bei der Umfrage, wo ich die ausgewertet hatte, hatten alle Battlefield 4. Das war natürlich, der zweite war Platz 2 war natürlich Battlefield 3. Ne? Das liegt halt daran, dass wir, muss man ja auch dazu sagen, Battlefield 5, Battlefield 1, Battlefield 4, das sind drei Battlefield-Generationen jetzt. Das ist natürlich dann auch so eine Sache, da verschiebt sich das natürlich ein bisschen. Was, wenn jetzt Battlefield 6 rauskommt oder Battlefield 7, dann ist wahrscheinlich Battlefield 1 das bestbewerteste, weil das dann... Das verrutscht dann auch ein bisschen, ja, das verrutscht immer und du musst auch immer gucken, welchen Zeitraum und du musst genau, ja, das ist wirklich schwierig, ne? Merkst du? Aber ich persönlich bleibe dabei, also egal, was jetzt hier die richtige Antwort ist, ich bleibe dabei, Battlefield 3 war das Beste. Nee, aber die Antwort war B, ne, wie gesagt, ne, hat mehr. Trotzdem war es Battlefield 3 das Beste. Das Dumme ist, ich habe ja Battlefield, lustigerweise, ich habe Battlefield 3 ja nur ganz kurz gespielt, ich hatte mir das im Nachhinein erst gekauft, ne, und hat das ja nicht gespielt und habe Battlefield 4, habe ich gespielt, ne. Und Battlefield 3 habe ich nur so ein bisschen mitbekommen. Aber viele sagen auch immer wieder, Battlefield 3 ist teilweise, also ein paar sagen das schon, ne, dass das besser ist als Battlefield 4. Aber ja, ich verstehe auch gar nicht, warum. So viel unterschiedlicher waren die doch gar nicht. Das ist es ja aber auch ganz genau. Deswegen ist Battlefield 3 auch das beste Battlefield. Weil als Battlefield 3 rauskam, hat es einen Riesensprung gemacht nach vorne in der Battlefield-Serie. Also Bad Company war so ein Zwischending, wo man sagen kann, da kam ja auch die Frostbite-Engine das erste Mal mit Destruction und so. Und Battlefield 3 hat dann richtig die Messlatte nach oben geschraubt, was Zerstörung betroffen hat, was. Und dass es halt auch in Battlefield 3 schön war, dass die, was gegenüber Battlefield 4, die Flugphysik fand ich deutlich besser. Also gerade was Hubschrauber und so betroffen haben, die haben sich wesentlich schöner geflogen in Battlefield 3, als das in Battlefield 4 der Fall war. Ja, das sind so Aspekte, warum Battlefield 3 für mich das bessere Battlefield ist. Und Battlefield 4 eben keine richtige Evolution war. Ja. Also, wenn es stimmt, okay. Die haben dort wahrscheinlich auch mehr abgekupfert und kaum Neues gebracht. Genau, so. Und auch ein bisschen verschlechtert sich, ne? Irgendwas haben die auch noch schlechter gemacht. Kann das sein? Irgendwas war mir so. Ich weiß nicht, ein paar hatten das auch mal gemeldet, das ist so im Prinzip, dass Battlefield 3 wirklich das beste Battlefield aller Zeiten war, aber Battlefield 4 wird aktuell ja noch mehr gespielt, deswegen habe ich schon auch nochmal extra gesagt, was auch aktuell noch viel gespielt wird, weil Battlefield 3 zockt natürlich, das zocken übrigens noch ein paar, aber natürlich nicht mehr so viel wie jetzt Battlefield 4, ne? Das wird aktuell noch am meisten gezockt, ne? Nee, das ist klar, weil es wie gesagt schon so alt ist, aber... Ja, aber jetzt halte dich mal fest, jetzt kommt noch was dazu, das habe ich nicht als Umfrage, aber das kommt noch mal als Nebeninformation, Battlefield 5, ne? Battlefield 1, habe ich mal geschaut, da wird kaum noch gespielt, ne? Also es gibt insgesamt jetzt mehr Battlefield 4 Spieler wieder, Battlefield 1, obwohl Battlefield 1 neuer ist, ne? Aber so schlecht war es ja auch nicht, ne? Aber das hatte mich auch ein bisschen verwundert, muss ich ehrlich sagen, ne? Also... Das war auch nochmal ein interessanter Effekt, sage ich mal. Okay, na gut, wir gucken jetzt mal zum nächsten, ne? So, und zwar, welches ist das meistgehasste Battlefield aller Zeiten? Ja gut, jetzt kommen wir zu der Frage, okay. Also A, Battlefield Bad Company und Battlefield 1942.
Oder B, Battlefield 2 und Battlefield 3. C, Battlefield 5 und Battlefield Hardline. Oder D, Battlefield 1 und Battlefield Vietnam. Also Battlefield Hardline definitiv und dann war es Battlefield, dann kann es eigentlich nur... Ich habe es dir nochmal PPM geschickt. Ja, es kann nur C sein. Es kann nur C sein. Das war mal so eine einfache Frage. Aber es ist wirklich krass, was ich meine, Hardline komischerweise wurde jetzt zwar gehasst und so, ne, aber das Battlefield 5, das war auch ganz schön krass, wie krass der Hass da sich entwickelt hat. Ja gut, der Hass ist wahrscheinlich auch nicht immer wegen dem Spiel an sich da, sondern auch maßgeblich, wie die Community veräppelt worden ist mal von EA mit den ganzen Sachen, die sie versprochen haben. Ja, Community-Server, die es immer noch nicht gibt und wahrscheinlich auch nicht mehr geben wird. Aber verstehe auch die überhaupt nicht, warum sie das jetzt haben fallen lassen. Dann hätten sie halt DLCs eingeführt, aber da hätten sie halt ihr Versprechen gebrochen. Oder irgendeine andere Möglichkeit, aber ich hätte das Spiel vor allen Dingen... Du hättest auch noch ein paar Updates reingenommen, so ein paar größere, ne? Wenigstens zum Beispiel noch eine Map oder so, meinetwegen noch eine Map in 4 Monaten oder so, weißt du? Ja, natürlich, vor allen Dingen, weil sie müssen ja auch die Zeit überbrücken. Guck mal, wie lange jetzt kein Bild... Ja eben, das meine ich doch. Guck mal, außer sie haben eine Hintertür. Sie haben eine Hintertür, dass dieses Jahr ein Bad Company kommt. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, weißt du, wie lange jetzt, wir sitzen jetzt sozusagen wie im luftleeren Raum, die Leute bei Battlefield, die jetzt so Battlefield-Fans sind, ne? Ja, und genau. COD kannst du zwar machen, aber das tut natürlich die Lücke nicht füllen. Du kannst die Lücke auch durch COD nicht füllen, weil das ein komplett anderer Bereich ist. Das hatten wir ja schon mal, ne? Deswegen, richtig, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber du bist auch der Meinung, wenn, da haben die noch einen Joker, aber Battlefield 6, sag ich dir gleich, das ist nicht der Joker und das zieht sich noch hin. Also da können die jetzt nicht tricksen, beziehungsweise Bad Company, ein neuer Teil, könnte noch sein, aber, oder ein Remake. Wollte ich gerade sagen, Battlefield 3 oder Battlefield 4 Remake. Also ich würde ja ein Battlefield 3 Remake machen, weil Battlefield 3 ist länger zurück als Battlefield 4 und Battlefield 3 auch vom Setting her die eine der besten Maps hat. Also das würde ich genauso bestätigen, weil Battlefield 3 ist so lange zurück, weißt du, und das macht mehr Sinn, ein Remake zu bringen als bei Battlefield 4, auch wenn das noch viele so hypen, sage ich mal. Weil Battlefield 4 ist immer noch so, das kannst du im Prinzip jetzt noch spielen, weißt du, was ich meine? Und Battlefield 3, da ist es schon wirklich ganz schön ein Stück zurück. Also ich würde auch, bin genau der gleichen Meinung. Wenn die ein Remake bringen, dann bitte Battlefield 3 und vielleicht nochmal so eine extra Map dazu. Also die überarbeiten die kompletten Maps, bisschen mit einer neuen Grafik und dann vielleicht nochmal eine Bonus-Map dazu, die es nicht gegeben hat, weißt du so. Dass es noch ein bisschen was Neues gibt. Weil im Remake ist ja eigentlich auch nur so, dass sie die Grafik überarbeiten. Mehr ist es ja dann nicht. Ne? Ich meine, da ist ja nichts weiter dabei dann. Ja, aber sie könnten natürlich noch ein paar Physik-Auffrischungen machen, sage ich jetzt mal so, was ein bisschen einfach nur über Grafik hinausgeht. Vielleicht auch ein bisschen was vom Waffenverhalten, auch vom Battlefield 15 vielleicht sich sogar abkupfern. Ja. Wie meinst du das? Man kann bei Battlefield 5 mit dem Waffenverhalten, oder? Das Schussverhalten, ja. Ah, okay. Erlernbares Pattern, also Random-Pattern und so weiter. Das finde ich für einen Competitive-Shooter eigentlich schon super, wenn sowas drin ist. Ja, wie gesagt, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass die jetzt so lange da so uns sitzen lassen wollen, weil du weißt selber, die wissen schon auch, dass die, also die haben richtigen Zugzwang jetzt, ne? Die müssen da jetzt mal irgendwie mal ein paar Informationen schwappen, beziehungsweise, dass die Leute mal wieder bei Laune gehalten werden, weil wir sitzen jetzt hier wirklich auf dem Trockenen komplett, ne? Das musst du dir mal vorstellen. Jack Frag, der größte Battlefield-Spieler weltweit, spielt COD die ganze Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat jahrelang jeden Tag Battlefield-Videos hochgeladen. Ja. Jahrelang, nie Monate, Jahre. Okay, aber wir hatten jetzt C die Antwort, ne? Battlefield 5 und Battlefield Hardline, ne? Das ist natürlich richtig, ne? Ist klar. Es war jetzt mal wieder so ein bisschen eine kleinere... also da war Hardline dabei, da war es klar. Ja, ne, klar. Aber ich habe natürlich auch noch ein paar schwierige Fragen, ne? Also, okay, jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt wirklich eine mega fette Frage, pass auf. Zum Thema Doppel-XP hat sich ein EA-Mitarbeiter wie folgt geäußert, und zwar: Nach dem, was mir gesagt wurde, ist die Technik dafür nicht da. B, Doppel-XP ist nur für Battlefield 4 möglich. C, Doppel-XP können wir uns nicht leisten. D, Doppel-XP kommt so schnell es geht. Warte bitte noch. Und zwar, das geht um die legendäre Aussage von einem EA-Mitarbeiter. Und zwar ging es um die Doppel-XP für den Server. Weißt du das noch? Ja. Die Gesamtsituation, die sich da abgespielt hatte. Nach dem, was mir gesagt wurde, ist die Technik dafür nicht da. A, B, Doppel-XP sind nur in Battlefield 4 möglich. C, Doppel-XP können wir uns nicht leisten. D, Doppel-XP kommt so schnell es geht. Warte bitte noch. Ja, ich meine, das wäre A gewesen. Ey, das war ja, ich weiß nicht, wo die Diskussion da aufgekommen ist mit den Doppel-XP.
Das war ja ohne Spaß. Das war im Prinzip das größte, nee, das zweitgrößte Ereignis in Battlefield 5, wo die Leute richtig abgeraged sind, ne? Das war bei GameStar, ohne Spaß. Ja, wobei hat er das so gesagt, dafür ist die Technik dafür nicht da, beziehungsweise die Engine oder die Technik ist dafür nicht ausgelegt. So hat das ja eigentlich. Genau, ich wollte gerade noch dazu sagen, man muss natürlich beachten, das war ein englisches Zitat, ne? Und das, wenn das übersetzt wird, ist es ein bisschen abgewandelt, beziehungsweise nicht 100% gleich, aber ich habe das natürlich schon jetzt versucht, so annähernd gleich zu übersetzen, ne? Ja. Dass es Sinn ergibt, ne? Also du sagst A, ne? Ja. Und das ist natürlich klar, ne? Das war A. Das muss man sich mal vorstellen. In Battlefield 4 kann man Server XP einstellen und in Battlefield 5 ist es nicht möglich, ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Ist technisch nicht möglich. Es ist einfach so, als wenn wir einen Rückschritt machen im Prinzip in der Technik. Eigentlich machst du ja, wenn es ein neues Handy gibt, keinen Rückschritt, sondern eigentlich einen Fortschritt, oder? Also das ist schon... Okay, da kommen jetzt kommt wirklich mal auch wieder eine schwierigere Frage. Pass auf. Welche Orte gibt es auf der Karte Feuersturm nicht? Und zwar A. Hansenfarm, B. Odenberg, C. Guderos oder D. Havanna. Ja, das ist jetzt mal. Also ich, ja, kann ich dir auch gar, weißt du, weil ich kein Feuersturm spiele oder so. Kaum. Oh Gott, scheiße. Also ich hätte jetzt Havanna gesagt, aber. Ah, okay, also du bist überlegt. Also du hast nie so auf Feuersturm gespielt, was? Echt? Ich meine, zum Anfang war das ja ein ganz schöner Hype, dann hat es ja komplett nachgelassen, relativ schnell, ne? Aber du hast zum Anfang schon ein paar Mal gespielt, ne? Ja, ich habe das schon mal gespielt. Also ich hätte jetzt gesagt, ich weiß nicht, da müsste ich echt raten. Also du müsstest raten und so und würdest da. Was ja, hast du gemeint, Havanna oder was? Ich hätte gesagt, die, ja. Hansenform, wie gesagt, Odenberg, Guderos oder Havanna. Also wie gesagt, ich würde dann sagen, also du sagst dir jetzt, ne? Ich würde das dann einloggen. Also soll ich das einloggen oder wolltest du doch noch einen Joker nehmen? Warte mal, ich guck mal ganz kurz, welche Fragen noch sind, weil ich wollte ja eigentlich schon, dass wir die anderen Fragen noch sehen, weil ja. Das sind noch ein paar. Hier kommen noch ein paar richtig geile da, ohne Spaß. Also hier gibt's noch ein paar gute da. Empfiehlst du mir jetzt einen Joker oder was? Na, warte mal kurz, ich muss mal was checken. Lass mich mal ganz kurz. Ich habe das ja auch noch nie so oft gemacht, aber ich merke schon, nee, ich würde sagen, okay, nee, warte mal. Also du hast Havanna gesagt, ja, ich würde das dann sonst nehmen, ne? Ja, dann nimm's halt. Okay, also du nimmst D. Also Havanna, jo, nee, ist richtig, Havanna gibt's nicht. Aber Havanna ist auch so ein Ding, ne? Ich habe mir gedacht, Havanna, das klingt eigentlich schon so ein bisschen wie die Namen so, ne? Und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich mal Havanna, weißt du? Weil Odenbergs, Guderos und Hansenfarm, das sind die Orte im Prinzip, ne? Ja, ja, genau, aber das hat irgendwie nicht so in das Schema reingepasst von ich der Insel Odenberg, Guderos, das ist ja alles so die Namen. Bei Hansenfarm wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen. Deswegen na, weißt du, wo die ist? Ganz im Norden. Weißt du noch, wo diese Heuballen drin sind und die Farm, also wo so aus Holz ist? Oben im Norden ist die, weißt du so? Und Havanna hätte man aber auch noch denken können, eigentlich schon. Aber es passt natürlich nicht ganz rein, sage ich mal. Genau, es passt einfach von der Geografie her nicht rein, sagen wir es mal so. Ja klar, es könnte ja irgendein ich wollte es aber auch nie zu schwer machen, aber es war schon ein bisschen verwirrend, oder? Erstmal so. Ja, es war schon, ja klar, wie gesagt. Aber zu schwer kann man es natürlich auch nicht machen, ne? Aber es macht echt Spaß, so Fragen zu entwickeln. Okay, pass auf, jetzt kommen wir zur siebten Frage und zwar, welche Karte ist die größte Karte, wenn man Feuersturm nicht mit einbezieht? Oh Gott, die Frage würde ich auch nicht so ohne weiteres beantworten können. Boah. Ich schicke dir mal die Antwortmöglichkeiten und zwar A, verbogener Stahl, B, Hamada, C, Rotterdam oder D, Vernichtung. Also welche Karte ist die größte, wenn man Feuersturm? Ja, Feuersturm ist ja, ne, war ja die größte, ne? Aber wenn man die nicht mit einbezieht, welche ist dann die größte Panzersturm Karte? Und Panzersturm gibt's nicht. Nee, Panzersturm gibt's nicht. Obwohl das ja auch eine große Karte ist, ne? Panzersturm ist eine der größeren, ja. Also übrigens verbogener Stahl. Nicht verborgener. Verborgener, ich sehe es auch gerade. Verborgener Stahl habe ich geschrieben, ja, ich bin auch ein bisschen dämlich. Ich sehe es gerade, ja, lol. Nee, aber stimmt, du hast recht, die hätte ich eigentlich mal mit reinhören können, aber da wäre die Frage vielleicht wieder zu schwierig geworden, ne? Ich wollte es ja auch nicht zu schwer machen, ne? Also Rotterdam können wir mal wegstreichen. Ja, Rotterdam ist ja die Stadtmap, ne? Ich meine, weißt ja, oben ist ja diese Zugüberführung und so, die ist eigentlich schon relativ klein, obwohl die auch sich hinzieht, ne? Täuscht dich mal nicht, die Ecken tut sich auch ein bisschen hinziehen, aber es ist natürlich eine kleine Map, ne? Aber Vernichtung können wir auch rausnehmen. Ich würde mal Vernichtung so in die Größenordnung von Rotterdam mit reinquetschen, gedanklich. Aber verbogener Stahl ist auch, finde ich, groß, nämlich. Verbogener Stahl ist echt groß. Aber und jetzt Hamada, welches ist größer? Hamada ist größer. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Ja, die Frage ist auch cool. Die Frage ist nämlich auch schwer. Hm. Also wenn jetzt Panzersturm tatsächlich noch dabei gewesen wäre. Nee, da wäre es ja übelst schwer gewesen. Das wollte ich nicht. Richtiges Problem, aber ich würde B einloggen.
Also du würdest B einloggen, also ja. B sagst du endgültig jetzt, oder? Ich meine, ja, ich sag jetzt ziemlich endgültig B, ja. Nee, aber das ist natürlich Hamada, ne? Ich habe aber dazu auch nochmal nachschauen müssen, ne? Ich habe bei GameStar nochmal geschaut und bei der offiziellen IE-Seite. Ja, und da Hamada stand das direkt, pass auf, da stand das direkt drinne, dass Hamada wirklich die größte Map ist. Und wenn du die nicht mit berechnen würdest, wäre Feuersturm das, ne? Und ich glaube, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nie, ob Verbogener Stahl oder Panzersturm, welche davon jetzt als zweites wäre. Das wäre nicht jetzt. Ich würde dann Panzersturm als nächstgrößere Karte nehmen. Also ich würde auch fast sagen Panzersturm, ja. Aber da gibt es halt keine Werte, das müsste man jetzt selber so schätzen. Ne? Da gibt es halt keine offizielle Information von DICE. Aber ich würde auch fast sagen, dass es auch Panzersturm wäre und nie Verbogener Stahl. Obwohl Verbogener Stahl relativ viel Fläche hat, ne? Bedenkt man hier unten die Feuchtfläche. Keine Frage. Aber ich weiß einfach vom Laufen her. Weil ich bin ja viel als Infanterist unterwegs und da merkt man einfach die Entfernung. Und da weiß ich einfach, dass Hamada von einfach. Ja, wenn du da vom Süden aus läufst und mal bis zur Mitte, wo die Brücke ist, läufst, da hast du ja schon Ewigkeiten zu tun. Ne? Also, ja, da brauchst du schon neue Schlappen auf jeden Fall. Aber ich fand gut, ey, das hätte ich aber echt nie gedacht, dass du das gleich so rausbekommst. Aber du warst auch schon ein bisschen am Schlingern, ne? Bisschen jetzt. Ja, aber wie gesagt, ich habe die Maps ja jetzt schon so alle, ja, ich musste erst mit durch den Kopf mit durchgehen lassen, so ein bisschen. Und dann so überlegen, welche Laufwege und so, aber dann war es jetzt für mich nicht ganz so schwer. Mit welcher legendären Aussage hat sich Patrick Söderlund 2018 einen extrem unbeliebten Ruf gemacht? Und zwar, es ging darum, wo die Soldaten eingeführt wurden. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Und zwar, pass auf, jetzt kommt die Aussage. A. Schnauze halten und Spiel kaufen. B. Lasst es sein und kauft das Spiel. C. Spielt doch einfach COD und gut ist. D. Akzeptiert es oder kauft das Spiel nicht. Kannst du dich noch daran erinnern? Das war der größte Rage-Moment in Battlefield 5, den es jemals gegeben hat. Oder ich würde fast sagen, den es jemals überhaupt in Battlefield gegeben hat. Da sind komplett alle durchgedreht. Und da ging es halt um diese, wie gesagt, um diese legendäre Aussage von Patrick Söderlund. Und zwar hat er 2018 diese Aussage in Zusammenhang mit den Soldaten getroffen, wo die eingeführt wurden. Und da hatten sich halt die ganzen Battlefield-Spieler aufgeregt, ne? Was das jetzt soll und so, ne? Und da hieß, und wie gesagt, die Antwort wäre jetzt, also die Antwortmöglichkeiten, A, Schnauze halten und Spiel kaufen, B, lasst es sein und kauft das Spiel, spielt doch einfach COD und gut ist, oder D, akzeptiert es oder kauft das Spiel nicht. Kannst du dich daran noch erinnern? Ist schon ein bisschen länger her, ne, 2018. Ja, also ich weiß nicht, ob das wirklich, das ist schon, ja, ich kann mich aber echt nicht mehr dran erinnern. Also ich bin mir, akzeptiere es oder kaufe das Spiel nicht. Könnte so eine Aussage gewesen sein, weil Schnauze halten, Spiel kaufen. Das habe ich mir einfach mal. Okay, ich will jetzt nicht so viel sagen, aber ja, das ist halt, ein paar Sachen sind natürlich ausgedacht, ne? Also, ja. Schnauze halten, Spiel kaufen. Das ist ein IE-Mitarbeiter gewesen, ne? Der ist, glaube ich, rausgegangen mittlerweile. Das ist sein und kauft einfach das Spiel. Also ich müsste Joker nehmen. Warte mal, ich muss mal was checken. Ja, ich weiß, du hast natürlich noch einen Joker übrig, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, weil es werden noch ein paar Fragen kommen, die schon noch ein bisschen problematisch werden. So. Warte mal kurz. Also du bist dir jetzt nicht 100% sicher, aber oder was hattest du als erste, wo du sagtest, das könnte es sein? Also welche hattest du als erste Vermutung? Akzeptiere oder kauf es nicht. Ja, ich würde das einfach mal nehmen dann. Ja. Also ich würde das D dann einfach mal einloggen, oder? Ja. Dann log halt D ein. Okay, nee, dann logge ich mal D ein und das ist klar. Ja, das war die Aussage natürlich. Immer wurde hätte gesagt, spiel doch einfach COD und gut ist. Das musst du dir mal überlegen. Wenn das ein IE-Mitarbeiter gesagt hätte, der wäre komplett auf Schadensersatz verklagt worden. Das musst du dir mal so vorstellen. Weißt du, kauf doch COD und gut ist. Aber Schnauze halten kann natürlich nicht sein. Überleg dir mal, stell dir mal vor, es würde so ein Mitarbeiter sagen, haltet doch einfach die Schnauze und kauft das Spiel, Alter. So sieht immer aus, wenn da über Twitter so eine Aussage... Ja? Ja, du wirst aber lachen, bei den Amis gibt es schon mal solche Sprüche. Also ich kann mich auch noch an so legendäre Aussagen vom McAfee erinnern. Der Typ ist ja total dieser Antivirenkönig, ja. Der Namensgeber. Stimmt, auch von dem Produkt. Der hat ja auch so eine komische Aktion gestartet, Marketingaktion, und der war auch öfters mal in den Medien, ne? Stimmt, mir fällt es mir auch wieder ein, ne? Der ist so ein bisschen älter schon, der hat doch, glaube ich, die Firma übergeben, ne? Also der hat die verkauft, ne? Damals an Intel. Genau. Das stimmt, daran kann ich mich noch dran erinnern, lol. Weißt du, was der gemacht hat? Ich glaube, der hatte auch mal eine Schnitzeljagd gemacht oder mit irgendwelchen Weibern so komische Videodrehs. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, genau. Das war auch ganz lustig. Der hat auch schon ein Video, da hat er gekokst.
Ja, ich weiß, da war irgendwas mit Koks und dann hatten sie den auch mal gejagt, war das nicht irgendwie so, den hatten die auch mal offiziell von den Behörden in Amerika gejagt, da war doch auch irgendwas mal gewesen, ne? Ja, und dann glaub, war da doch, hat er sich, ja, und da hat er sich doch irgendwie dann gestellt oder so, das war ja auch krass, also gerade wo du das erwähnst, das war auch eine krasse Story. Ja. Jo, nee, das war natürlich richtig, aber ich merke schon, die Fragen, du, es gibt ja noch ein paar jetzt, die noch kommen, ne? Wir sind jetzt bei Frage 9, kommt jetzt, ne, und es gibt 16 Fragen, ne? Okay, wie viele Karten gibt es insgesamt in Battlefield 5? Oh, das ist auch schwierig. Wüsste ich ehrlich gesagt auf Anhieb auch nicht, ne? Muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ich gebe dir mal die Antwortmöglichkeiten schon mal durch. So, also wie viele Karten gibt es insgesamt in Battlefield 5? A, 30, B, 20, C, 15 oder D, 35? Das ist echt nicht so einfach, du. Also ich wüsste ja, die Frage auf Anhieb ehrlich gesagt. Ja, da müsste ich jetzt mal... Jetzt musst du überlegen, ne? Ja, überleg mal ganz genau. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Frage auch mal so ausgedacht, natürlich, logischerweise, ne? Und die Antwortmöglichkeiten habe ich extra ein bisschen enger gesetzt, ne? Weil wir sind ja jetzt schon bei Frage 9 von 16 und da wird es halt schwieriger, ne? Logischerweise. Ja. Aber es ist wirklich nicht einfach. Also überleg halt mal so ein bisschen, ne? Also das ist echt nicht einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nie gewusst, ne? Ich musste echt nachgucken und nachzählen, ne? Und in Battlefield 5, in Battlefield 5, ja, darum geht's ja, klar. Aber in Battlefield 1, ich glaube, da gab's sogar ein paar mehr Karten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil ich hatte das mal mit Battlefield 1 verglichen, ne? Und Battlefield 4, da waren auch relativ viele Karten. Das glaubt man gar nicht, wie viele Karten das eigentlich sind, ne? Ich meine, man spielt's immer, ne? Aber man müsste jetzt auf Anhieb auch also, irgendwie... Also, Arras, 1, von Stahl, Rotterdam, Vernichtung, Flugplatz, Armada, Fjell, Narvik. Hm. Panzersturm, Merkur, Lofoten sind 11, Provenz sind 12, Alsudan 13, Marida sind 14, Untergrund sind 15, Iwo Jima 16, Wake Island 17, Pazifiksturm. Ja, du hast es so gut geknackt, du Asi. Ich hätte gedacht, es wird ein bisschen schwieriger für dich, ja. Hast du gut geknackt. 18, Salomonen 19. Scheiße, Ja, du musst es ja nie ganz genau. Ich hab's extra so gemacht, dass es natürlich nie 100% alle Karten wissen müsst, aber ich habe war schon ein bisschen schwieriger, oder? Also du würdest jetzt B sagen, oder? Ich weiß nicht, welche ich jetzt vergessen habe. Ja, es kann sein, dass die habe ich vergessen, 20, damit sind 20. Genau, die neue Karte, El Machi-Lager. Aber das sind, du würdest B einloggen, ne? Ja, ist auch B. Aber ist echt gar nicht so einfach, ne? Wenn du die nämlich mal so belegst, das sind schon relativ viele Karten, ne? 20. Aber ich glaube, im Battlefield 1 waren ein paar mehr. Ich habe jetzt die Zahl leider nicht im Kopf. Battlefield 3 war es mit den meisten Karten. Und Battlefield 4 hatte, glaube ich, auch mehr Karten. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich habe da jetzt nicht die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, Battlefield 4 hatte sogar auch mehr Karten. Also wir gehen jetzt immer vom Endzustand aus, ne? Logischerweise, ne? Wenn das Spiel rauskommt oder so, oder in der Mitte, ne? Battlefield 5 hat Zeit, Battlefield 3 die wenigsten Karten. Aber Battlefield 3 war weniger, ne? Ich glaube, die hatten, weißt du, warum das früher so war? Ich habe die Vermutung, weil früher gab es das auch noch nicht mit diesem ganzen Update-System und dass die sich direkt so einen Plan hingelegt haben, wie die jetzt weiter mit den Battlefield 3 gab es da schon. Echt? Ja. Ich hätte die Vermutung gehabt, dass die das noch nie so früher so extrem sich da Gedanken gemacht haben. Echt? Bei Battlefield 3 gab es ja auch die DLCs schon. Stimmt, da gab es ja auch die DLCs. Stimmt, die sind schon eine relativ lange Zeit dabei und so, ne? Aber ich hätte mal gedacht, dass der Marketingplan auf jeden Fall in den letzten Battlefield-Teilen auf jeden Fall umfangreicher geworden ist. Speziell, wenn es nach dem Release, wie es da weitergeht, also, ne? Mit den Updates und so. Seit Battlefield 3 hatte, wenn mich nicht alles täuscht, die meisten Multiplayer-Karten. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das könnte man mal im nächsten Battlefield-Quiz fragen oder so halt, ne? Das könnte man ja, das kann man sich ja dann nochmal überlegen. Okay, wir kommen zur nächsten Frage und zwar, jetzt kommen wir zur Frage 10. Wer wird auch gerne als Mr. Battlefield bezeichnet? Und zwar Andrew Wilson, B. Patrick Söderlund, C. Lars Gustafsson oder D. Lars Gustafssonne? Weißt du, wer der Andrew Wilson ist überhaupt? Ich weiß es ja. Den weiß man, oder? Ich meine, der wird ja öfters mal genannt, ne? In Zusammenhang mit EA und Battlefield und so, ne? Genau. Aber es war der Lars Gustafsson. Welches? C oder D? Lars Gustafsson? Ja, C. Wir nehmen den C. Lars Gustafsson, ne? Genau. Ja, genau. Ich log C ein, natürlich. Ja, klar. Das D habe ich extra so gemacht, ne? Das machen wir ein bisschen... Aber das ist trotzdem auch nicht so einfach, ne? Weil ich meine, wer ist Lars Gustafsson? Da musst du wissen, wer Patrick Söderlund ist und Andrew Wilson. Andrew Wilson ist ja die E. Oh, warte mal.
Müssen jetzt mal weitermachen. Ich habe gesehen, da gibt es noch eine Frage, die so ähnlich ist. Okay, wir kommen zur 11. Frage. Wie oft wurde Battlefield 5 verkauft? Damit sind jetzt die PC-Einheiten und Konsoleneinheiten gemeint, ne? Also beide Plattformen, ne? Was, Battlefield 5? Ja, genau, pass auf, jetzt kommt's. Und zwar A, 7,3 Millionen Exemplare, B, 2,4 Millionen Exemplare, C, 15 Millionen Exemplare oder D, 10 Millionen Exemplare. Ich gebe dir mal die, die Antwortmöglichkeiten durch. Also irgendwas waren irgendwas um 7 Millionen. Also wie oft wurde Battlefield 5 verkauft, ne? Wie gesagt, PC-Einheiten, ja, und Konsole, ne? Also PS4 und Xbox zählt dazu. Ich weiß, es waren deutlich unter, es waren unter 10 Millionen, deutlich unter 10 Millionen, aber es waren auch definitiv. Weißt du, was das Problem? Ja, ich sag nochmal kurz was dazu, und zwar, weißt du, was das Problem war? Das sind natürlich die letzten Zahlen, die bekannt wurden, ne? Es gab danach keine weiteren Daten, die jetzt veröffentlicht wurden, und das waren die letzten Daten, die sie jemals rausgegeben hatten. Ja. Aber das, was mein letzter Stand war, dass also zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht worden ist, ich bin mir nicht genau sicher mehr, ob es 7,3 sein. Weil also, es war weniger als 10 und es waren mehr als 5, das weiß ich definitiv. Also ich würde auch sagen, wir locken mal A ein, und das ist richtig, ja. Das waren wirklich 7,3 Millionen. Es ist eigentlich gar nicht so viel, ne, wenn du mal belegst. Also ich hätte auch gedacht, dass das sogar mehr sind. Mich würden mal die aktuellen Zahlen dazu interessieren. Ich meine, die werden da schon noch ein paar Einheiten verkauft haben, aber die geben halt keine Daten mehr raus, ne? Ja. Mich würde da wirklich mal die Zahlen interessieren, wie da der aktuelle Stand ist, ne? Okay, jetzt kommen wir zur 12. Frage, und zwar, vor wie vielen Jahren wurde DICE gegründet? A, vor 10 Jahren, B, vor 35 Jahren, C, vor 28 Jahren oder D, vor 5 Jahren? Oh, ich hoffe, du guckst nicht alles hier, Rache, ne? Sollst du natürlich aus dem Kopf machen oder so, ne? Ist klar. Ja, natürlich. Weil es soll schon ein bisschen spannender sein. Also, 2005? Das ist auch gar nicht so einfach, die Frage, ne? Vor wie vielen Jahren wurde DICE gegründet, ne? So, muss man auch erstmal überlegen, ja, wie viele Jahre waren das eigentlich? 2005. Also A, vor 10 Jahren, B, vor 35 Jahren, C, vor 28 Jahren oder D, vor 5 Jahren? Also ich glaube, 5 Jahren ist ein bisschen wenig, oder? Ja, vor 5 Jahren definitiv nicht. Aber überleg mal, wie lange Battlefield schon existiert, ne? Bedenke, du weißt ja, wann Battlefield rausgekommen ist, der erste Teil, ne? Aber mir kommt hier nichts beim, also ich habe jetzt, mir kommt hier nichts Passendes. Also 28 Jahre, nee, 35 Jahre glaube ich auch überhaupt nicht. Also so lang kann es da jetzt nicht geben. 5 Jahre definitiv auch nicht. Also D wird es schon mal wegmachen, ne? D würde ich wegmachen. Aber also D ist weg. Und was hast du gesagt? 10 Jahre wären auch okay oder was? Oder zu wenig, ne? Das kommt mir zu wenig vor eigentlich. Ja, 10 ist eigentlich auch zu wenig, finde ich auch. Aber es kann sein, weil sind die erst 2000... Die hatten, ich glaube, dieses Jahr, ich weiß nicht, war das dieses? Ich glaube, dieses Jahr hatten die bei Twitter sogar so einen Post gemacht, wie viele Jahre das sind. Ich weiß nicht, ob die da Battlefield gesagt haben, aber es geht jetzt darum, vor wie vielen Jahren wurde DICE gegründet, ne? Die Programmierfirma. Ja, das die wurde ja früher, die wurde ja früher übernommen worden sind von ihr. Die wurden ja übernommen. Genau, die wurden mal übernommen, aber es geht jetzt wirklich um den gesamten Zeitraum. Die waren ja früher so eigenständig, dann wurden die von EA übernommen, aber es geht jetzt wirklich, vor wie vielen Jahren wurde DICE gegründet, ne? Also es hat ja, da waren die noch eigenständig halt, diese Zeitspanne zählt noch dazu. Ja, dann wird es Ende der 90er gewesen sein. Wird dann irgendwo mal Ende der 90er gewesen sein. Oder Anfang 90er. Paar 90, keine Ahnung. 92? 1992, kann das sein? Das wäre dann, das würde dann passen. Ja, dann das muss passen. Das kann nur so in dem Zeitraum dann gewesen sein. Also 35 Jahre, nicht. 10 Jahre ist es zu wenig. Es kann nur C sein. Ne, machen wir jetzt mal über das Ausschlussverfahren. Das kann echt nur C sein. Dann sind die 1992 gegründet worden. Ja, also du würdest auch C einloggen, meine ich, ne? Also C einloggen, ne? Ja. Ja, ich würde 35 Jahre. Ja. Ich kenne die ja schon. Aber überleg mal, die sind nämlich schon ganz schön lange am Start. Aber ich habe jetzt extra die Zahlen nicht ganz so extrem genommen, aber so, dass man auch ein bisschen überlegen muss. Weil die sind schon eine ganz schöne Zeit am Start, ne? Also das ist, das darf man nicht vergessen, ne? Also das ist schon eine ganz schöne Zeit am Start. Also du würdest C sagen, ne? 28 ja. Jahre. Ich weiß auch nicht, was denen ihr erstes Spiel dann gewesen sein soll. Na, weißt du, wie die angefangen haben? Die haben erstmal mit so komischen Flipper, ich habe mal geguckt bei der Homepage, die haben auch eine Homepage, okay, ne? Die sie neu überarbeitet haben, da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, und die hatten dann mal die Spiele gezeigt, das ist so eine Pinnwand, und auch ein paar Bilder auf die Homepage genommen, und das war so ein Flipper-Spiel. Da hatten die so eine Kugel, wo du ziehen kannst und so, diese Metallkugel. Ich weiß nicht, heißt das Flipper oder so? Ich weiß nicht. Ja, was in der Art. Ja.
Die haben dann sich wirklich hochgearbeitet, beziehungsweise die sind dann immer gewachsen, höherwertige Spiele entwickelt und dann wurden die halt mal von EA aufgekauft, wie du schon gesagt hattest, ne? Also genau, bekannt geworden sind die dann auch mit der Entwicklung von Battlefield 2 letztendlich. Genau. Und das war ja dann schon 2000 irgendwas. Aber wie gesagt, das hätte auch in die 10 Jahre trotzdem nicht reingepasst. Deswegen ist Grund eigentlich nur älter sein, weil ich bin definitiv sicher, Battlefield 2, das muss sich ja immer nur zurückrechnen. Und Battlefield 2 2005, das wäre ja schon jetzt 15 Jahre. Und das kann nicht sein. Also dann kann es auch keine 10 Jahre sein. Aber wie gesagt, passt ja. Genau, und deswegen kann man das immer in Ausschlussverfahren, das habe ich extra so gemacht, dass man das herleiten kann. Wenn es zu eng setzt, dann wird's schwieriger. Ich stell mal vor, ich hätte jetzt genommen, also C ist natürlich richtig, ne? C log mal ein und das ist richtig, ne? Du hättest jetzt 7, 6, 25, 6, ich stell mal vor, ich hätte jetzt, ich hätte mal 19 genommen, 22 und 28 und 33, dann hättest du schon ein bisschen Probleme mehr gehabt wahrscheinlich. Ich glaube schon, ja. Wenn du die enger setzt, beziehungsweise wenn du ein paar Zahlen dabei hast, die so ähnlich sind, ne? Okay, ja. Da kommen wir jetzt mal zur 13. Frage und zwar, wie heißt der aktuelle EA-Chef, also zu Deutsch Geschäftsführer, Andreas Axelsson, Blake Jürgensen, Patrick Söderlund oder Andrew Wilson? Meine Güte, die Namen, du weißt ja, dass mein Englisch auch nicht so das Beste ist, ne? Also Andreas Axelsson, Blake Jürgensen, ja, Patrick Söderlund oder Andrew Wilson? Das ist doch dieser Andrew Wilson. Also wie gesagt, wie heißt der aktuelle EA-Chef? Also das ist, auf Englisch halt, auf Englisch heißt das CEO, ja, Executive Officer. Und das heißt der Geschäftsführer auf Deutsch, genau. Und wer ist jetzt der aktuelle? Ja, das ist der. Ist der Anschrubewesen oder ja, ne? Würdest du sagen? Den wollte ich auch schon eine Mail schreiben. Was? Okay, ich logge mal D ein und das ist natürlich richtig, ey. Ja, stimmt, der ist schon längere Zeit dabei, ne? Aber es gab auch vorher mal einen anderen übrigens, da habe ich nochmal nachgeschaut. Klar, das ist nicht der erste Geschäftsführer. Das ist, also der ist jetzt nie seit Ewigkeiten, aber der ist schon längere Zeit am Start, aber es gab natürlich auch schon nochmal einen anderen dabei, ne? Ist logisch. Aber dann, da war auch so eine Sache. Manche denken auch, ja, wie heißt denn der eigentlich und so, ne? Ich meine, man liest es zwar manchmal bei GameStar, aber man merkt sich dann so genau die Namen, ne? Da musst du schon Leute haben, die wirklich Battlefield-Fan sind oder sich auch ein bisschen damit beschäftigen, ne? Okay, aber hätte ich echt gedacht, dass du da sogar, aber gut, wir hatten das ja dummerweise, hatte ich das vorhin schon ein bisschen angeschnitten, ne? Okay, kommen wir zur 14. Frage und zwar, welche ist die größte Struktur, die je in einem Battlefield-Spiel erschaffen wurde? Ach du Scheiße. Ja, es muss ja schwieriger werden, oder nee? A, Battlefield 4, der Antennenmast auf Kaspische Grenze. B, Battlefield 4, Shanghai Tower auf gleichnamige Karte. C, Battlefield 5, die zwei Silos auf Wake Island. D, Battlefield 5, die Stahlbrücke auf Verbogener Stahl. Also das ist wirklich eine Frage, die würde ich nicht beantworten können, ohne Spaß. Die Frage könnte ich nicht beantworten, ohne Spaß. Die musste ich so lange... Das ist übrigens Shanghai Tower, nicht Shanghai. Shanghai Tower, ist auch so heißt der. Genau. Nee, Shanghai, glaube ich. Oder Shanghai Tower, ja. Shanghai Tower, ich weiß gar nicht, oder Shanghai. Ich muss nochmal gucken, wie das genau schreibt. Der heißt ja Shanghai. Aber du weißt ja, welche ich meine. Es ist dieser Wolkenkratzer, der an der Mitte der Map ist und du hast so ein Wasser in der Mitte und an der Seite noch die Städte halt. Ne? Ist echt schon groß, der scheiß Tower. Ja, warte mal ganz kurz. Ich guck mal was. Ich kann dir mal Bilder senden. Warte mal kurz. Die Bilder, die ich dir sende, die machen wir da noch ins Video mit rein. Ich schick dir mal die Bilder. Da siehst du jetzt nochmal die Vergleiche, weil man weiß das alles gar nicht mehr so genau. Weil das ist so eine Sache, da kann man sich gar nicht so ohne Probleme erinnern. Guck mal, hier ist jetzt dieser Tower, ne? Den weißt du ja noch im Battlefield 4. Ich hab den hier mal auf dem Bild. So, dann geht's jetzt Verbogener Stahl. Kennt man ja auch noch die Brücke, ne? Ich meine, das ist ja aktuell noch, relativ aktuell. Da hast du jetzt hier die Brücke, ne? Und das sind schon relativ große Objekte, ne? Ich habe echt so gedacht, meine Fresse. Ja, also ich bin ziemlich sicher, das kann, also der so, pass auf, jetzt zusammenhängende Größe. Es geht um das gesamte Objekt. Guck mal, hier hast du jetzt die Silos, ne? Auf Wake Island. Und jetzt kommt nochmal, ganz pass auf, jetzt kommt nochmal dieser, diese... Die Silos können es auf jeden Fall nicht sein, die sind viel zu klein. Aber die Silos insgesamt finde ich auch schon ganz schön interessant. Oder dieses, hast du das vierte Bild auch gesehen? Ja, ne? Das ist dieser Feuersturm-Tower, dieser da auf dieser Grenze. Der Tower ist aber trotzdem von der Höhe her nicht so lang wie die Brücke auf Verbogener Stahl. Also das ist definitiv, glaube ich... Der Shanghai Tower ist zwar massiv und groß. Der Shanghai Tower ist auch groß, ne? Ich muss ehrlich sagen, bei der Frage habe ich auch so gedacht, Alter. Also ich würde tatsächlich D einloggen, also weil die Brücke ist wirklich extrem lang. Also du sagst, bist du dir sicher? Also der Shanghai Tower ist auch groß, ne? Wenn man den sich mal anschaut. Guck mal, ich hast jetzt das Bild jetzt mal offen und dann mal die Brücke daneben. Ja, ist krass, oder? Ist krass, oder?
Shanghai Tower ist schon groß. Auf jeden Fall, wenn ich die Brücke daneben sehe, ist auch krass. Ah, ne? Ja, da kann der, du kannst den Shanghai Tower aber auf den vorderen Teil der Brücke drauflegen, theoretisch. Was? Ja. Ob das so optisch überhaupt passend ist? Ich weiß gar nicht, ob das optisch so stimmig ist. Doch, doch. Wenn du den hinlegen würdest, den Tower. Guck mal unten, wo der Jet durchgeht, durch diesen Turm oder so, das ist auch groß, ja. Ne? Scheinbar. Ja, ja. Das ist ja eigentlich schon groß, alles so ein bisschen. Ja, ich nehme aber trotzdem D. Was, du nimmst D? Wolltest ja, ich nehm. Bist du dir sicher oder bist du ein Joker? Nee, ich will keinen Joker. Ich bin also den zweiten Leben, das willst du dir noch aufheben bis zum Ende, oder? So. Genau. Ja, weil wir jetzt noch einmal weiterkommt, ja. Ja, wir haben ja noch also zwei Fragen. Also ich meine, ja gut, die sind jetzt nicht mehr so extrem, aber das war jetzt schon mal eine schwierige Frage. Okay, also ich logge D ein, ne? Okay. Ja. Und? Ja, ist richtig, verborgener Stahl. Ja. Aber du warst dir jetzt auch ein bisschen unsicher, oder? Ja, jetzt hör auf jetzt. Ja, ich war zwischen dem Tower und der Brücke am Schwanken. Aber weil das ist auch gar nicht so einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Daten schon abgeprüft. Der Turm ist aber auch echt sackehoch. Also das ja, der Turm ist auch hoch. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich habe da musste ich nachlesen extra, mehrfach. Ja, aber der passt auch auf die Brücke drauf. Du könntest den Turm auf die Brücke drauflegen und der würde trotzdem nicht durchgehen ans Ende. Ja, stimmt, wenn man den querlegen würde, ne? Und die Brücke ist wirklich lang. Ich meine, überlegt euch mal, die Brücke, die beginnt ja dort, wo oben diese Straße endet, sage ich mal, und die geht ja bis hinten und dort ist die ja nochmal abgebrochen, ne? Ich glaube, die zählen das ganze Objekt, also auch wo die durchgeknickt ist, ne? Sozusagen. Ja, natürlich, das wird komplett gezählt. Und das ist dann natürlich wirklich ein Riesenobjekt, ne? Also ich meine, das ist schon groß, ne? Aber die haben mit den Silos auch nochmal, mit den zwei Silos, die man sprengen kann halt jetzt, ne? Haben sie auch nochmal relativ große Objekte nämlich mit eingefügt, ne? Und wenn du mal so schaust, die haben eigentlich mit jedem Battlefield so ein Riesenobjekt eingefügt, ne, so. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, das kann man ja auch alles zerstören, obwohl die Brücke, die Vorburgner Stahl, kannst du ja nicht zerstören, ne, stimmt. Ne, leider nicht, ja. Das hatte mich eh gewundert, okay. Okay, dann kommen wir jetzt zur vorletzten Frage, und zwar Battlefield 5, welche ist die Klasse, die am zweithäufigsten gespielt wird? A, Aufklärer, B, Versorgungssoldat, C, Sanitäter oder Sturmsoldat? Also die am zweithäufigsten gespielt wird. Ja, ich hätte gesagt Sanitäter, aber... Die am zweithäufigsten gespielt wird in Battlefield 5. Aufklärer, Versorgungssoldat, Sanitäter oder Sturmsoldat? Da brauche ich einen Joker. Bist du dir jetzt gar nicht so sicher, ne? Die Frage ist nämlich auch nicht so schön einfach. Ich habe die Frage extra auch nachrecherchieren müssen, mehrfach. Also ich, keine Ahnung, ich würde vielleicht tatsächlich zum Sturmsoldat, ich weiß nicht, am zweithäufigsten. Nee, scheiße, ist wirklich gar nicht so einfach, weil ich meine, überleg mal, ich achte da nochmal was dazu jetzt, aber überleg jetzt nochmal. Ne? Ist vielleicht doch der Sonnentäter, aber das sind, ich keine Ahnung, wie viele Spieler das prozentual ausmachen, keine Ahnung. Welche Klasse, wie gesagt, am zweithäufigsten in Battlefield 5? Ich nehm Joker dafür. Okay. Aber da kannst du ja im Prinzip jetzt die Frage frei wählen, ist halt, du hast jetzt den Joker, das heißt, wenn du jetzt falsch liegen würdest, kannst du weitermachen, weil das ja ein zweites Leben ist. Ja, dann nehm ich die C. Also du lockst C ein und hast den Joker, okay. Und das ist halt D, Sturmsoldat. Sturmsoldat. Ach, scheiße. Zweithäufigste Klasse, ne? Also wie gesagt, Sanitäter ist natürlich die ersthäufigste Klasse, ne? Das dürfte klar sein. Ja. Und Sturmsoldat, ne, ist die zweithäufigste, aber was kommt danach? Ich habe mal so geschaut, der Aufklärer und Sturmsoldat, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich habe die Daten zwar jetzt nur so peripher noch halb. Sanitäter ist die ersthäufigste. Ja, ja, Sanitäter ist ja klar, weißt du, Battlefield 5, es geht jetzt aber nur um Battlefield 5, ne? Weil du kannst ja heilen und relativ viel Schaden austeilen. Ich meine, die Leute spielen ja meistens Eco und wollen halt ein Damage machen und sich noch gut heilen. Das ist Sanitäter. Ich hatte auch die Umfrage mal auf meinem Kanal gemacht und es gab auch mal eine Webseitenumfrage. Und Sturmsoldat, und ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube Aufklärer war die dritthäufigste sogar. Und okay. Der Versorgungssoldat ist ganz hinten, ne? Ich bin mir jetzt, aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ja, das ist manchmal auf manchen Maps rennt doch jeder als Versorgungssoldat rum. Also. Ja, aber viele beschweren sich immer über den Sniper, dabei ist die gar nicht so häufig gespielt, nämlich Sanitäter und Sturmsoldat. Das ist mir nämlich noch in diesem Zusammenhang aufgefallen. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage, und zwar, wie viele Hauptwaffen hat der Sanitäter in Battlefield 5? Ach du Scheiße. A, 14, B, 16, C, 17 oder D, 18? Du Arsch. Ja, da muss ich ja mal so eine schwere Frage machen. Ich meine, du bist ja schon gut durchgekommen, Mann. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber die Frage ist wirklich schwer. Also die ist wirklich schwer auch. Die Frage würde ich nicht beantworten können, ganz ehrlich. Es geht aber nur um die Hauptwaffen, nicht um die Nebenwaffen. Hier Revolver und so zählt nicht dazu. Wie viele Hauptwaffen hat der Sanitäter in Battlefield 5, ne? Ja, also da bist du... Ich gebe dir jetzt nochmal die Antworten. Ja, ich habe es vergessen, oder? So. Also BA 14, B 16, C 17 oder D 18. Ich wüsste das ehrlich gesagt nie, ne? Ich habe da nachgucken müssen auch erstmal. Ich könnte das auch gar nicht herleiten. Könntest du das herleiten? Warte mal gerade. Also...
Ich kann das ehrlich gesagt auch auf Anhieb gar nicht so schnell herleiten. Da müsste ich was. Ohne natürlich Hilfe zu nehmen, ist klar, aber ich könnte das ehrlich gesagt auch gar nicht so herleiten. Überleg mal. Ich meine, das sind ja die Hauptwaffen, die Grundwaffen, die du beim Hauptspiel dabei hattest, ne? Die kennst du doch noch vom Sanitäter. Ja. Ich meine, die Stengun, das kann ich ja mal verraten, die weißt du ja selber noch. Die hatten sie ja zum Anfang voll gebufft, ne? Das war ja zum Anfang so, dass du die halt nehmen kannst und das ist ja die stärkste Waffe erstmal zum Anfang gewesen. Wer die ja schon diese, die Extras freigeschalten hatte, hier für den Baum, ne? Und dann ging es halt weiter, ne? Da kamen ja viele Waffen noch dazu und dann gab es ja noch ein paar Waffen, die waren, und dann noch ein paar mehr Waffen, die waren halt dabei am Anfang, ne? Ja, also ich, scheiße, also, was hab, die Suomi, die MP40, die Sten, die Typ 2A, ja. Die EMP, die MP34, MP43. Hier muss man nämlich alle Waffen jetzt wissen. Ja, 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 ich, es ist echt so schwer. Die MP43, die hatte ich. Dann das Trombocino, dann die Sniper-Dingsbums, wie heißt sie? Egal, Knifte. Das sind 10. Ja, die so ein Blinkgeräusch macht, wenn das Magazin leer ist. Das war ja die heiß ersehnte Medic-Waffe, die sie dann erstmal so abgeschwächt hatten und wo sie dann nochmal nachgepatcht hatten, damit das Blinkgeräusch reinkommt. Ich würde jetzt einfach mal sagen 14, weil mir fallen sonst keine mehr ein. Das könnten dann 14 Waffen gewesen sein. Also du hast jetzt soweit 14 Waffen im Kopf durchgezählt und das wären die... Ja. Ja, ja. Also wie viele Hauptwaffen hat der Sanitäter am Battlefield 5? Und du würdest die einloggen mit 14, ne? Ja. Und das sind aber leider, das sind 16. Scheiße, echt? Ja, sind 16. Ach, ich habe aber du, ich wüsste das auch nicht. Ich habe extra nachgucken müssen auch. Ich musste nachzählen, du. Ich meine, wer kannst du das so herleiten? Ich nicht. Ich meine, man spielt zwar viel den Sanitäter, ne? Ich meine, es ist die Klasse, die am meisten gespielt wird. Aber wüsste man auf Anhieb, wie viele Waffen die jetzt im Endgame hat? Ich nicht. Ich könnte das gar nicht so herleiten, ne? Aber ich weiß auch jetzt echt nicht, welche ich vergessen haben sollte. Wie gesagt, nur die Hauptwaffen. Die Tommy-Gun, die Tommy-Gun. Ja, die Tommy-Gun. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau zugehört, was du aufgezählt hast. Hättest ja so ein Strichlicht oder so machen können. Aber das ist nie einfach. Also ich... Wie gesagt, ich könnte es auf Anhieb nicht mehr herleiten, ne? Also, aber waren noch gute Fragen dabei, oder? Habe ich mir gut ausgedacht, ne? Ja, der eine oder andere war schon fies. Da war ich, aber ich muss ehrlich sagen, die letzte ist richtig gemein. Die letzten waren eigentlich, das mit der die letzte war gemein, aber ich meine, davor hätte ich schon gedacht, dass du mal ein bisschen mehr in Schlingern kommst, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, dass du bei verborgener Star die Frage nicht wusstest, hätte ich gedacht. Und dann hätte ich gedacht, dass du das mit den verkauften Einheiten vielleicht ein paar mehr Probleme hast. Ja, und dann mit den, ich glaube, akzeptiertes und kauftes Spiel, das wusstest du ja eigentlich auch relativ gut alles. Ach, und dann noch mit der Karte, welche am größten ist. Ja, beim Akzeptieren und der Kauf ist das warm. Das wusste ich eigentlich nicht. Das war mehr oder weniger geraten, weil ich habe es einfach auch, ja, ich habe es durchs Ausschlussverfahren ein bisschen gemacht. Ja, ich habe auch ein paar eigentlich reingenommen. Das war so eine plumpe Antwort gewesen. Konnte ich mich noch dran erinnern. Ich wusste nicht mehr den Wortlaut, aber ich weiß noch, dass die war relativ plump. Aber ich wusste aber, dass es auch keine Beleidigung war. Also hat dann A für mich schon mal flog raus. Das COD flog für mich auch raus. Ja, stell dir mal vor, der hat von COD Werbung gemacht, Alter. Den nennen sie kleine Kopfnuss gegeben. Und dann bin ich nur noch zwischen B und C, zwischen B und D geschwankt. Ja, und das war Glück. Ja, also nämlich auch ein bisschen schwierig, die Frage. Ich muss ehrlich sagen, da hätte ich nie auf Anhieb gewusst. So. Also da hätte ich auch erstmal gedacht, Also gewusst hatte ich es nicht. Deswegen. Waren schon gute Fragen dabei, finde ich, ne? Also. Und vor allem, wie alt ist da ist, das wüsste ich auch auf Anhieb. Nee, da musste ich auch erstmal so genau gucken. Und ja, das habe ich auch im Prinzip nur durchs Ausschlussverfahren hingekriegt. Weil das ist schon eine relativ lange Zeit, nämlich 28 Jahre, das ist schon ganz schön lange. Also schon, ne? Gut, die Kartenanzahl, weil ich die Karten halt wirklich alle kenne. Ja, und die Kartenanzahl ist auch nicht so einfach. Ich meine, du musst auch jede Karte wissen. Ja, ja, klar, aber wenn du sie alle kennst, kennst du sie halt alle. Deswegen, ich kenne halt alle Karten. Ne, also das war schon... Deswegen kam ich zumindest auf jeden Fall in die Nähe. Und die eine Karte, ich war ja bei 19 Karten und Lager El Medi ist mir dann halt erst noch mal ganz zum Schluss eingefallen. Aber so habe ich mich dahin gehangelt. War jetzt auch... Also wie gesagt, wenn man die Spiele kennt, die meisten Fragen waren ja spielbezogen, geht's. Ja, das war natürlich schon, muss natürlich schon ein paar Fragen reinnehmen, die jetzt auch wirklich, sag ich mal, wo jetzt, man jetzt herleiten Erscheinungsdatum, kann. Erscheinungsdatum bei Battlefield 6, okay, das war jetzt auch so ein bisschen. Ja, das war auch eine Frage, ich glaube, die hätte ich ein bisschen mehr nach hinten nehmen können, ne? Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so schwer ist, ehrlich gesagt.
Weil das war ja ein paar Mal erwähnt worden, gut, aber da müsste man mehr die News auch so lesen und gucken und so. Da, gut, die war schon ein bisschen schwieriger, stimmt. Aber die erste Frage und dann erstmal durchgeschossen bis zum Ziel. Ja, da waren auch ein paar einfache dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, die erste hätte ich ein bisschen runtersetzen können. Ich habe die natürlich auch so sortiert, dass zum Anfang ein paar einfache dabei sind und dann halt das ein bisschen schwieriger wird, ne? Das kann man natürlich schon so ein bisschen sortieren, aber natürlich, wenn du mit einem Battlefield-Profi redest, der sich dann auskennt, das ist natürlich schon, dann ist natürlich klar, ne, dass der relativ viel beantworten kann. Aber es war doch cool, ne? Ich meine, so ein Quiz ist doch schon eine feine Sache. Aber das war echt krass. Ich muss ehrlich sagen, wenn man jetzt mal über Battlefield 5 nachdenkt, ne, die ganzen Marketingaktionen, also was da gefehlt ist, ohne Spaß, das gab es eigentlich nie. Ich kann mich nie daran erinnern, dass in Battlefield 4 oder jetzt selbst bei Battlefield Hardline, kannst du dich daran erinnern, dass da so die Leute durchgedreht sind? Das kenne ich gar nicht. Battlefield Hardline war ja auch nicht unbedingt so beliebt, aber da sind doch die Leute nicht so abgedreht. Ich meine, überleg dir mal die ganzen Dinger, die hier gelaufen sind. Wir können kein Silver-XP machen. Dann dreht der Typ durch, Alter. Dann drehen die Leute durch, weil der Trailer so komisch ist mit so einer Frau und alles mit so einer Prothese und alles, was da alles noch gelaufen ist. Ne? Ich meine, da war ja so viel gelaufen. Ne? Und kannst du dich noch an diesen Livestream erinnern, wo die das erste Mal Battlefield 5 vorgestellt haben, was sie da alles gezeigt haben, was das für ein Desaster war? Ich habe dir nochmal aus dem Archiv rausgesucht. Die haben ja dort das meiste noch gar nicht gezeigt, ne? Da waren ja so ein halbes Video, da haben die noch nicht mal richtig gezeigt, wie du die Objekte aufbauen kannst. Das war nur so ein bisschen, da haben die nur ein bisschen das Haus gezeigt. Stimmt, da haben die Hausstruktur gezeigt und wie es dann aufgebaut war und wie es zerstört war. Weißt du das? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, das vor allen Dingen. Da haben sie auch gesagt, wir müssen einige Dinge noch nachreichen, weil die noch nicht fertig waren. Einige Dinge. Ah, das ist schon geil.